Das ging jetzt aber relativ fix diesmal. Und willkommen zu Darkest Dungeon Challenge, Folge 5, glaube ich. Oh, Flammenschlund. Cool. Das sollte für uns ja kein Problem sein, diese Instanz durchzukommen. Und komischer Zufall, denn ich war gestern schon in der Gruppe drin, also in der Instanzgruppe drin. In der Instanzgruppe, in der Instanz drin, mit einem aus unserer Gilde. Und komischerweise oder zufälligerweise hat der gute Kraft natürlich auch seinen Charakter, der spielt ja momentan auch wieder Darkest Dungeon. Ich mir fällt gerade auf, ich muss gleich Omnix CC wieder. Ach, Omnix CC, Mann, ich muss gleich hier. Ich habe gestern mit Micha gespielt. Ja, der levelt doch momentan seinen Charakter. Ich muss gleich mal gucken, wo das hier war mit den, Sachen. Waren wir ja auch hier drin und das lief auch relativ gut. Was? Dass er sein Dingen spielt. Achso, ja, haben wir den nicht erzählt. Diesmal habe ich das Damage-Fenster angemacht, beziehungsweise Details angemacht und ich habe jetzt Omnix CC zum Beispiel nicht drin. Und die Leute polen hier ganz schön, Alter. Willst du mich doch verarschen hier? Sollen wir jetzt im Flammenstund sterben, nur weil ihr Bock habt zu polen oder was? Ja, so schön ist es nicht. Gerade noch gelobt das Ganze und jetzt sowas hier. Ja, da muss ich auch so ein bisschen im Auge behalten. Das ist natürlich nicht schön. Vorhin noch gelobt, ja, auf der Allianzseite ist es ein bisschen entspannter, das Ganze. Aber, oder auch nicht. Junge, ey, Alter. Heil mich mal. Was läuft bei dir falsch hier? Und einer hat die Gruppe verlassen, wo ich mir denke, ja, ist mir egal. Ja, 49er Demon Hunter. Junge, dann spiel doch einen Tank, Alter. Meine Fresse. Wenn jetzt zu langsam ist, spiel einen Tank. Kannst du selber hier durch die Instanzgruppen hier prügeln? Ja, jetzt habe ich natürlich das eine mit der Abklingzeit hier nicht gerade an. Ich finde das auch gerade gar nicht. Vollen Kampftexte, Kontrollverluste. Ich finde das gerade nicht. Interface. Das ist unter Interface drin. Nebenbei stelle ich das Ganze nebenbei noch ein. Begleiterklassenfarbe, Gesundheitsanzeige. Ich finde das gerade nicht. Mir fehlt das gerade mit der Zeit. Ja, dass ich das hier nicht drin habe. Er rennt schon zum Boss. Ich mir denke, Dude, mach doch mal hier den Trash fertig. Wo rennt er denn jetzt denn hier? Junge, was ist denn bei dir falsch? Warum krieg ich hier so eine große Gruppe hier mit 48? Ja, ich muss gleich nochmal gucken. Also wenn wir nicht sterben sollten... Boah, heil mich doch mal! Ich habe gerade Angst, im Flammenschlund zu sterben. Ja, das soll schon einiges heißen, wenn ich hier Panik schiebe und mir denke, du könntest hier sterben. Ich muss gleich mal nach der Aufnahme gucken, wo das ist mit der Einstellung. Ich habe vorhin nämlich noch gelobt in der Classic-Folge, dass wir doch da bisher auf der Allianz-Seite eine relativ gute Gruppe haben, dass die so relativ entspannt sind. Was denn? Retail Classic, ja. Hab ich schon wieder Retail Classic gesagt? Ja, dass wir da so eine relativ entspannte Gruppe haben, aber anscheinend ist es dann heute doch nicht so und der Ping ist einigermaßen okay, also damit kann man schon arbeiten. Was haben wir denn hier so? 49, 48, 47? Ja, es ist... Ah, okay, ja, das ist Windows halt, der zieht einfach Updates. Der macht, wie er gerade Laune hat. Ich will auch schon überlegen, ob ich meine Tastleisten, die ich brauche, hier oben reinmache. Und wir haben Schuhe bekommen. Nice. Rüsten wir direkt mal aus. Schuhe und das wäre jetzt krass, Alter. Direkt Schuhe bekommen und direkt instant down. Ja, komm, da glaube ich lieber. Hätte ich gewusst, dass mein Charakter stirbt, hätte ich die Schuhe direkt abgegeben. Aber weißt du das? Das ist halt das Interessante an dieser Challenge. Du weißt halt nie, ob die nächste Instanz dein Tod ist. Das ist halt das Interessante daran. Aber wenn ich hier so gucke, 48, 49, 47. Das wär für den nächsten Charakter, wenn wir sterben. Also die Frau sagt gerade, für den nächsten Char, der stirbt, werden wir es so machen, dass halt Sachen oder halt auch Talente erst in der nächsten, also erst in der Stadt angelegt werden dürfen, beziehungsweise angelegt werden dürfen. Warte, ich muss doch noch looten hier. Ich brauche noch die Sachen für die Quest hier. Ich habe auch schon gesagt in Classic, in der Wolfenkart-Folge,
Wir waren auch gestern noch Gnomigan, also die Instanzte, am Laufen. Und da sind wir gewiped, einfach weil der Hexer sein Pet nicht weggepackt hat. Und der Hexer, das Hexer-Pet natürlich die ganze Gruppe gepult hat. Und natürlich dementsprechend sehr viel Trash dabei war und wir das natürlich nicht kaputt gekriegt haben, weil es einfach zu viel war. Und ich kann immer noch nicht unterbrechen. Ah, ich kann zu kotzen. Ja, ich kann ihn nicht unterbrechen. Weil ich noch keine Fähigkeit habe, zu unterbrechen. Ja, ist natürlich dann auch doof. Aber ich habe auch so das Gefühl, haltet er denn uns überhaupt? Ja, er hat ein paar Halszauber drauf. Was war das gerade? Er hat ein paar Halszauber drauf bei uns, aber mehr auch nicht. Das sollte man hier rausgehen. Und wie gesagt, der gute Croft war jetzt auch in der Stunde drin. Dass wir beide aufeinandertreffen, ist sehr unwahrscheinlich, denn wir spielen beides Tankklassen. Also mit einem Heiler hätte ich wahrscheinlich da schon eher Glück. Denke ich mal, dass ich ihn erwischen würde. Kommt. Es wäre ein dummer Zufall, wenn er in meiner Gruppe auftaucht. Das wäre echt schon. Ja, das wäre echt schon krass. Also ich kann jetzt schon sagen, wenn ich Erbstücke hätte, würde ich auch ganz anders spielen, also als Tank. Das ist definitiv. Naja, bei der Challenge geht es halt darum, nicht zu sterben, ne? Und ich möchte natürlich so lange wie möglich mit diesem Charakter spielen. Ne? Ja. Und ich habe auch schon vieles erlebt. Ich muss noch mal gucken, wo das Ganze jetzt. Das lässt mir jetzt auch gerade keine Ruhe, weil ich nicht weiß, wo das ist mit diesem Timer. Ich sehe ja meinen Lebensbalken, sehe ich da ja gerade. Große Namensraketen brauche ich nicht. Mehr Bedrohungsverlust brauche ich auch nicht. Aktionsleisten. Da, Zeit für die Ablenkzeit. Das möchte ich haben. Und das Schöne ist, wir können ja jetzt auch Eisenfeld stapeln, deswegen das ist ja eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir auch die Zahlen wieder drin. Mich natürlich hier noch so ein bisschen fehlt, ist quasi, wie lange die dann noch laufen, wie lange das Ganze dann noch geht. Aber es ist eigentlich auch nicht allzu schlimm, weil du siehst es ja im Endeffekt, wo ist er denn jetzt hin? Er ist schon wieder rüber auf die andere Seite. Wo du. Was macht dein. Unser? Okay, strange. Du siehst es ja quasi, wenn es fast weg ist. Ja, weil der Hund, der Jagdhund, der greift gerade den. Das Nagma, wenn es wieder heißt, von der Seite an. Und er ist down. Okay, dann. Auch gelootet. So, dann machen wir es ab der nächsten Folge, sofern wir hier durchkommen, ohne zu sterben, so. Ja, also ich muss auch sagen, ich komme mit dem Druiden-Tank besser klar als mit dem Monk-Tank, weil bei dem Monk habe ich so das Gefühl, hier hast du 50.000 Fähigkeiten Spiel und beim Druiden hier hast du deine Fähigkeiten fertig. Ja, dann bist du damit durch. Also viele brauchst du, ja, also ich habe das Gefühl, du brauchst schon ein paar mehr Fähigkeiten mit dem Monk-Tank. Also so ist es. Was, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass ich halt gewohnt bin, den Druiden zu spielen, weil ich halt schon immer Druide gespielt habe. Ja, das kann natürlich auch sein. Deswegen, ich kenne das ja nicht anders. Ich habe ja ziemlich häufig Druide gespielt. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, probier es mit einem Druiden-Tank. Mal gucken, ob du diesmal dann besser vorankommst. Wenn wir sterben, sollten wir die nächste Klasse wieder eine Heiler werden. Ich denke mal wahrscheinlich ein Halschami. Weil den haben wir glaube ich noch gar nicht gehabt. Der Priester haben wir schon gehabt, Krieger-Tank haben wir schon gehabt. Oder ein Paladin. Ja, ein Paladin könnte man auch spielen.
eine Bubble-Tante. Hm? Na, wir machen das anders. Wir machen, ja stimmt, ich darf ja nur jede Klasse auf der Horde und Allianz-Seite nur einmal spielen. Oh, du, Junge, heil mich doch mal. Was machst du? Du sollst kein Damage machen. Halt, lass deinen Tank am Leben, Alter. Ja, also das Heiler habe ich schon mal gespielt. Fand ich jetzt nicht so meins. Oh, das wird jetzt ekelhaft. Ich habe gestern noch dran gedacht, wegen dem Damage. Weil ich habe da nämlich ordentlich gefressen mit meinem Monk gestern. Weil er hat nämlich hier diese... Ah, die haben mir das entfernt. Nice. Er bekommt mich so eine Berserker-Aura und die haut nämlich ordentlich rein. Und wir sind Level up. Nice. Aber Brennpunkte dürfen wir noch nicht verteilen. Gürtel tauschen wir gleich aus. Ja, an Demon Hunter, den haben wir ja gesagt, im Blutdekan nehmen wir mit rein. Also die Heldenklasse nehmen wir mit rein. Was habe ich denn noch nicht? Nehmen wir auf jeden Fall die Brust, die tauschen wir auf jeden Fall aus. Und 24. Oh, mal gucken, wie weit wir noch kommen. So, Instanzgruppe verlassen. So, und das heißt, jetzt ab der nächsten Folge, ich werde jetzt noch eine Folge hinterher aufnehmen. Ich hoffe, dass wir dann nicht sterben werden, weil ich habe immer so das Gefühl, dass wir genau dann sterben werden. Ja, man sollte einfach die Schnauze halten. Berserker! Nein, warte mal. Werdet 15 Sekunden zum Berserker. Die Abklingzeit von Zerfleischen, Knurren und Dauern ist verringert. Ja, ich hätte aber ganz gerne eigentlich eine andere Fähigkeit. Heilen. Altersziel im Verlauf von 12 Sekunden. Warum soll ich das denn nehmen? Ach, wahrscheinlich wegen Fluch entfernen, ne? Ach so, nee, deswegen nicht, damit ich hier auf die anderen Fähigkeiten komme. Ah. Ja, weil das ist jetzt natürlich ein Punkt, der jetzt verschwendet ist, ne? Weil Verjüngern ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist verschwendet. Aber wenn ich den jetzt zum Beispiel rausnehme, ich komme hier nirgendwo anders dran, ne? Könnte ich hier zerfetzen, nehmen, zerfetzen und zerfetzen macht keinen Sinn. Fallenhieb macht keinen Sinn, da macht schon Verjüngern eigentlich mehr Sinn. Das haben sie aber schon ein bisschen doof gebaut, muss ich sagen. So, Berserker. Gut, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.